Servus, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Eine weitere Episode auf meinem Weg zu 1 Million Gold. Viel ist nicht passiert, sage ich gleich vorweg. Ich habe einen Tag überhaupt nicht gespielt. Meine Spielzeit lief aus. Da bin ich reingeguckt. Die Tage davor, ich habe geradet, aber nicht wirklich irgendwas gefarmt. Ich habe zwar natürlich noch ein paar Sachen gehabt. Und was ich jetzt entgegengenommen habe, waren, wie man hier sieht, das sind die Sachen von letztens, die ich aus den Innis und so hatte. Die paar, die ich gemacht habe. Und ich würde sagen, die habe ich jetzt gerade rausgenommen. Einfach damit das nicht so lange dauert, bis ich jetzt hier meine Kohle entgegennehmen kann. Also war ein bisschen Einnahmen und ein bisschen anderes Zeug. So, wir gucken mal ganz kurz durch, was ich alles verkauft habe. Das ist jetzt von den letzten. Heute ist der fünfte Tag, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also die Sachen von den letzten paar Tagen, wo ich gespielt habe. Also 4 Tage, wo ich gespielt habe, ne? Und ja, ein Tag, wo ich nicht gespielt habe. So, wir haben rasenden Tigerfisch. Cool, den habe ich hier nämlich auch nochmal. Ich habe jetzt nur einen Stapel, weil ich hier einen Dreier hatte, habe ich noch 7 Stück dazu gepackt, die ich im Bankfach hatte. Heute ist eigentlich Sonntag, wo ich normalerweise all meinen Krempel verkaufe. Mache ich diesmal nicht. Das heißt, ich lasse die Sachen drin, bis schöne große Stapel sind im Haus vielleicht Mitte der Woche rein oder so. Ansonsten, wie gesagt, ein paar Raids gemacht, die zwei, habe auch ein paar Videos gemacht, das war mal wirklich ein Abenteuer, ne? Und ansonsten ja, Innies und ein bisschen Dailies habe ich gestern gemacht. Und das war es dann eigentlich auch schon. So, wir haben ein flüchtiges Leben. Ach so, und ich war gestern Todbarat hier. Deswegen habe ich das flüchtige Leben hier. Flüchtiges Wasser, flüchtiges Leben. Hier haben wir ein paar tausend. Das ist ganz gut. Blutstein. Was haben wir denn noch? So Monolitherz. Goldberyl. Gut, das bringt ja nichts. Rüllackei. Alles so Krempel hier. Monolitherz. Gut, das ging gestern noch weg. Meerstengel ebenso. Das weiß ich. Eberfleisch. Äonenerde. Was gab es denn dafür? Ach, Gold. Okay. Ihr hattet der Sturmbalg. Ja, das sind so Sachen, die will ich eigentlich gar nicht mehr reinstellen. Ich habe so viel davon. Dann hebe ich die vielleicht lieber auf, um die Dailies zu machen, also wo man halt Rohstoffe abgeben muss. Da habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr von, als wenn ich das jetzt noch reinstelle hier. Rotoriumstiefelpläne, das war glaube ich aus dem Schwarzfels. Eternium-Erz, Monolith-Erz, Sturmsilbererz. Gab es denn dafür 2000 irgendwas? Man sieht hier, das ist von vor 3 Tagen ungefähr gewesen, ne? So, Platinerz genauso, Düsterstaub. Okay, ist ein bisschen voll alles. Ich sehe das. Postfach ist voll. Wir nehmen jetzt erstmal entgegen, was hier schon drin ist. Ich sag mal 20.000. Gucken wir mal eben. So, dann haben wir schon 6, 7, 8. Oh, ich weiß nicht, ob da noch 20.000 zusammenkommen. Jetzt haben wir 12. Das sind wir schon näher dran. Also viele kleine Beträge natürlich, auch im Silberbereich. Das hat sich ja kaum gelohnt, eigentlich reinzustellen. Aber was soll ich damit, ne? Also wird es natürlich reingestellt. So, jetzt sind wir bei knapp 15. 1000, das ist nicht richtig gut, aber es könnte auch schlechter sein. Ich stelle mal eben die grünen Gegenstände rein. Ich habe, glaube ich, noch Auktionen laufen hier. So, und zwar die von gestern, das, was ich verkauft habe, Sternmoos. Ja, hat ja kaum noch Wert. Ein Mitternachtslachs hatte ich geangelt. Hier Aschenblüte ist vom Farm von gestern. Aschares Schleier, 50er Stapel, die 25er. War gestern bei über, also da kann man mal eben gucken. Die waren bei 118. Deswegen ist der Betrag hier so hoch für einen 25er Stapel. Und dann gucken wir mal heute, was das heute für einen Wert hätte. AZ, und da müsste schon da stehen. Aschare Schleier liegt bei 180. Also der Preis ist nicht gefallen und man sieht, es ist nicht wirklich viel drin. Ich habe das meiste drin. Jemand hat mich hier unterboten um ein paar 6 Gold, weil er dachte, das ist clever. Aber ich glaube, Leute geben eher 6 Gold mehr aus oder 6 Gold 75, um größere Stapel zu haben, als jetzt hier 5 Einzelne zu kaufen. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Morgen könnte es natürlich besser oder können die Sachen schon verkauft sein. Wer weiß es? Wer weiß es? Ich weiß es nicht. So, ich stelle jetzt erstmal nur die Sachen rein. Hier ist unbekannt. Okay, haben wir schon mal drin gehabt. So, dazu ich ebenso. Okay, hier hat gar keiner einen Preis drin. Ich hau jetzt erstmal nur die rein, damit ein bisschen was drin ist, wo auch schon irgendwie mal ein Preis vorhanden ist. Aber das sind die Sachen, die letztens auch. Ich habe die nicht abgescannt, deswegen. Nachtschattentunika des Feuersturms. Kauft doch keiner für den Preis. Bin ich der Meinung, ich gehe um 6000 Gold runter. Weil, nur weil es einer so für diese Preise anbietet, heißt ja noch lange nicht, dass er auch einer kauft. So hier 288. Da haben wir 706, könnte ich mir vorstellen. Das sind realistischere Preise. Hier Templerbeinplatten. Da muss ich mal eben gucken, wie die aussehen. Sehr bunt. Okay, da kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Für den Preis kann ich es mir gut vorstellen, stelle ich auch für den Preis rein. Ne? So, dann haben wir noch die Sachen hier. Bogenumhang des Schützen, hau ich rein für den Preis. Ist egal. Nur bei manchen Sachen kann ich mir einfach. Hier Alabaster, die sieht eigentlich nicht so geil aus. Die ist halt einfach nur weiß, wie Alabaster halt. Ne?
So, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie einer für den Preis auf. Ich gehe noch mal um 2 runter. Ich weiß, wir haben hier viele teure Sachen, aber halt vieles wird auch nicht verkauft. Das ist halt das Blöde. So, das war es erstmal gewesen. Ich hole jetzt mal den Rest ab. Das müsste auch nicht mehr allzu viel sein dann. Das heißt, ich werde vielleicht nicht mal auf 20.000. Ich habe nur noch eine Sache. Ein graviertes Schwert. Öffnen. Ja, wie gesagt, das ist halt, wenn man nicht viel unterwegs ist, dann sieht das so aus. Dann hat man halt nur seine. Ich habe genau 679.200. Okay. Dann hat man halt nur so Betrag 15.000. Ist natürlich was anderes. Und das in 5 Tagen, ne? Oder 4, 5 Tagen. Aber wie gesagt, einen davon nicht gespielt. Die anderen Tage auch nur mal einen Raid gemacht. Und sonst nichts gefarmt. Gestern habe ich halt gefarmt. Zum ersten Mal richtig, wirklich wieder irgendwas. Und dann sieht es halt so aus. Die Preise werden natürlich jetzt heute auf den Sonntag wahrscheinlich nicht so geil aussehen. Ups. Er hat immerhin erkannt, dass ich das verkaufen wollte hier. Gut, das wären 298, stelle ich rein. Ich habe gar keine Lust, eigentlich so eine Sache reinzustellen. Obwohl, Sirenenpollen, ich würde am liebsten jetzt eher Sirenenpollen, wenn der Preis bleibt. Das waren hier 74,99, ne? Jetzt aber 55 ist immer noch in Ordnung. Mehr als auf jeden Fall hier Sternenmoos und so. Das ist ja komplett wertlos mittlerweile. So eine Sachen werde ich heute gar nicht anbieten. Das werde ich alles einlagern. Die Stapel mal ein bisschen größer sind. Jetzt habe ich auch noch die ollen Schlachtflaggen hier. Das kauft, glaube ich, auch nie einer. Ich hau's mal einfach rein. Das sind 7 einzelne Stapel. Vielleicht teile ich das mal auf. Ich weiß ja eben auch nicht, was. In was sollen wir das aufteilen? Ne? Kommen wir mal, damit es ein bisschen günstiger ist. 2A10, 2A5. Entschuldigung. 2A5. Aber ich glaube auch nicht, dass. Ich habe die schon mehrmals drin gehabt. Ich glaube nicht, dass die einer kauft für solchen Preis. So, und hier. Schwierig. Dieser Schattenhammer-Text. Für was ist der? Ich weiß es nicht. Hätte ich nachgucken müssen, habe ich aber nie. Ich habe so viel davon, aber niemand wird diesen Preis bezahlen. Bin mir ziemlich sicher. Also mache ich mal, wie viel habe ich? 6 Fünfer-Stapel und die anderen lagere ich erstmal in mein Privatdings ein. So, 6 Fünfer-Stapel sind auch immerhin 718 Gold. Ne? Wahrscheinlich müsste ich ein bisschen. Ich mache es mal ein bisschen günstiger. Ich gehe mal auf 111. Ich mache 111, dann sieht es nicht ganz so krass aus. Ich meine, ich habe dafür nichts ausgegeben. Die waren ja einfach zu farmen, einfach durchprügeln da, bis man irgendwas hatte. Ich war mal dort, weil ich was farmen wollte. Ich glaube, das waren diese glorreichen Beinplatten oder irgendwie so ein Kram. Ne? Deswegen war ich dort, habe sie aber nie bekommen, ehrlich gesagt. Und ja, Pech gehabt. Ne? So, ein 30er Stapel, hier fallen die Preise. Ich hätte da runtergehen sollen. Egal, habe ich nicht. Hier ist auch nicht mehr viel, was ich jetzt anbieten würde. Vielleicht ein mächtiges Mojo noch. 5er Stapel ist okay. Hier hätten wir dann, ja, Muskimbarsch, wertlos eigentlich, ne? Zarter Flügel könnte man noch anbieten. Das ist, glaube ich, Pandaria-Zeugs. 1 Sack A6, ich hau's lieber hier rein. Ja, dann das All-Eon-Leben. Und wie gesagt, ist nicht viel. Die Sachen weiß ich gar nicht, ob die anbieten wollen würde jetzt. Okay, die hau ich noch rein. Das nehme ich aber jetzt nicht auf. Wie gesagt, ich hau jetzt die paar Stapel hier noch rein. Die zum Beispiel. Und da wäre es das erstmal gewesen. Mach mich dann auf den Weg. Werde wohl erstmal ein paar Dailies machen. Vielleicht noch eine Inni, weil heute. Wie heißt denn das? Zeitverzerrtes Dungeon. Ihr wisst schon, ne? Wo man mit seiner aktuellen Stufe in ein altes Dungeon reinkommt. Pandaria steht gerade an. Ansonsten könnte ich noch den kopflosen Reiter machen. Wie heißt denn das genau? Will ich es aber wissen hier. Zeitwanderungs-Dungeon, genau. Der kopflose Reiter. So, das ist es. Das würde ich noch machen. Und dann, ja, mal gucken, was so zusammenkommt. Und dann sehen wir uns dann in 3 Tagen wieder, würde ich sagen. Und hoffe, dann sieht es besser aus. Ich würde ja gern schon meine 800.000 dann haben. Ne? Alles klar. Also, danke fürs Zuschauen. Könnt gerne ein Abo hinterlassen. Tut euch nicht weh. Würde mir helfen. Ich rede heute wieder sehr schnell. Sirenenpollen verkauft. Wir sehen uns dann, wie gesagt. Und bis dann. Ciao, ciao.